geschafft. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Lebt der Vater noch? Was passiert mit ihr? Irgendwie stirbt jeder, dem ich begegne. Das ist ein sehr komisches Phänomen. Ja, die Machete geht mir auf jeden Fall besser ab wie der Baseballschläger. When it was just a couple of boats anchored to appear, they had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. We all make mistakes. But you stole from them again? I got greedy. We were desperate. Ja gut, eigentlich hat Norma gar nicht mal so Unrecht in der Hinsicht. Aber wir sind halt eben unschuldig. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Listen. God, I'm dizzy. Oh, whoa, whoa. Thanks. A clear path. Ah, wir machen den Weg frei. You're not looking so good. Ja gut, sie wurde angeschossen. Wie soll sie denn aussehen? Even worse. Talking helps. I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. We're gonna get you. What do you want me to say? Anything, please. All right. What's your favorite food? Not fair, Michonne. That's torture. No one can make ice cream sundaes anymore. Jerk. You know, Michonne's got a bit of a sweet tooth herself. Stick close. Ja, da kommen sie angehumpelt. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. I didn't listen. It wasn't your fault. What happened to Greg? Ja, indirekt schon. We'll help him understand. Sometimes you can't make good out of a bad situation. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? Ja, das ist eine gute Frage. It's gonna ruin him. I don't know if I can. Ja, spielen wir mal den Moralapostel. Thanks, Michonne. Ich bin sowieso mal gespannt, was das bei ihrem Vater wird. Wo ist das Haus? Sam. Sam. Sam, wake up. Ein richtig schlechter Zeitpunkt für unnötig zu werden. Entweder war sie dick oder schwanger. Komm, 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 komm. Oh, eine Stolperfalle. Ah, dann geh auch. Oh. Boah, ich hätte schon gedacht, das wäre mein Bein.
So, dann sind wir also beim Haus gelandet. Almost there, Sam. Almost home. Natürlich werden die anderen uns hier doch auch finden, gehe ich mal von aus. Gut, sie blutet jetzt natürlich wie eine Drecksau. Ja, ja, ja. Das ist so die freundliche, nette Art. Oh. Warum werden wir überall so herzlich empfangen? Sam. Ist sie tot? Did you kill her? Answer me or I'll shoot. I'm not fucking around. Sam's still alive, but she won't be for long unless you let us in. She won't. Sam? Da je. Der Bärtige kommt. Och Mensch, warum sollten wir sie dann herbringen? Denk mal nach. So just put Sam down and leave. The longer you talk, the more blood she loses. Oh, jetzt komm. Das gibt's nicht. Frauen. Hallo. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall mal in Sicherheit, aber so wirklich herzlich willkommen sind wir, glaube ich, nirgends. Keiner mag uns. Das ist immer wieder ein Hochgenuss, wie freundlich wir doch überall empfangen werden. Sam? Sam? Und überall immer so viele Kinder. This is bad. This is really, really bad. We're gonna help her, okay? Okay. What's your name? It's James. Okay, James. James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Wo ist nur der Vater? Oder der Opa? Oder was auch immer? Boah. Das wird sie nicht überleben. Was ist das denn? Oh, ein Wodkafläschchen. Jetzt erstmal einen guten Schluck Wodka. Sam, Sam, I got you. I'm here. I need to clean the wound. Sam! Hätte besser zu trinken gegeben. Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? There's too much blood. You're gonna have to use this. Da je. Oje, oje, oje. Das hier wird was, eine fachgerechte Operation. Hauptsache die Kinder schauen zu. Oh Mann, das sieht so richtig widerlich aus. Naja gut, so schlimm hat sie sich jetzt auch wieder nicht dran gestellt. Ist aber ziemlich oberflächlich, die Wunde. Au. Das wird jetzt sehr, sehr schmerzhaft werden. Not gonna lie. This is gonna really fucking hurt. Oh, yes. Ekelhaft. You too. We got her. Oh, wird das ekelhaft. Ah, was denkt ihr, wie das wehtut? John! Es kommt eher. Saving her life. With that? Are you insane? You're going to kill her! You want to do this instead? I didn't think so.
James, let me. Oh, was denkt ihr, wie das stinkt? Ich hoffe nur, dass die das auch überlebt, sonst machen wir uns wieder sehr viele Freunde. Aber sie hatte Glück. Is she going to make it? I can't lose her. I can't. My poor Samantha. The bleeding stopped. That's what matters. Ja, mehr können wir eh nicht tun. Tell me. What happened? Oh, er ist wieder so richtig stinkig. Warum ist jeder zu uns so richtig stinkig? You trying to accuse me of something? I'm only drawing a logical conclusion. Natürlich, wir schießen sie an und bringen sie hierher. Das ist natürlich Logik. Selbstverständlich. Look at me. I don't know who the hell you are, but Dad. Dad? Where is Greg? Oh Mann. I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Immer wieder schwierig sowas. It's okay. Oh nein, jetzt fangen wieder meine Psychosen hier an. Oh Mann. Die Frau ist echt so fertig. Vielleicht erfährt man ja noch, was mit den Kindern passiert ist. Wäre auch mal interessant. Wäre auf jeden Fall von der Tür, jetzt sage ich schon von der Tür. Von der Story her wirklich interessant. Und ob das anderen ihr Mann ist, da habe ich jetzt gar nicht so aufgepasst oder weiß gar nicht mehr so genau Bescheid. Ich weiß gar nicht, ich glaube aber nicht, oder? Ich kann mich halt eben wirklich gar nicht mehr erinnern. Also, aus welcher Episode sie stammt, oder ich glaube, es müsste eigentlich aus der zweiten sein, glaube ich. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Oh, Entschuldigung. Ah, ja. Ein Tiger. Da wird mal einer draus schlau. Wie sind sie denn jetzt rausgekommen? Oh, da wirst du verrückt hier. Sie mit ihren totalen Paranoiern hier, das ist Wahnsinn. So, hier war noch ein Schulrucksack. You left this all behind.
donated anything, though. Also selbst in der Zombie-Apokalypse würde ich essen. Ja, meine lieben Freunde, seid immer nett zu dicken Menschen. In der Zombie-Apokalypse retten sie euch das Leben. Ah, jetzt ruft sogar noch jemand an. Wer hätte das gedacht? Alter, sie feiert hier voll den Film. Das ist Wahnsinn. Oh, ich gehe mal ans Telefon. Hallo? Michonne, it's Donna. Donna? I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? I don't know where they are. No one's answering. Half the lines are disconnected. I've been looking for them. Me too. God, I hope they're okay. I talked to Dominic earlier, but there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God, Michonne, he sounded so scared. The girls too, crying. I couldn't stand it. Poor thing, they must be terrified. Donna, where was he taking the girls? Here. To my place, outside the city. Thought it'd be safer. But they should have been here hours ago. We have to find them. They could be anywhere. And if we can't get a hold of them, Och man, I'm gonna keep searching here. Hey, what are you? No, no, please, please, no. Who were you talking to? Wer ist denn das? Ah! Wir sind wieder verrückt. Wie eh und je. You were talking to yourself. Ich bin verrückt. You okay? Just thinking about someone I once knew. It's okay. I do that too. John, He went to talk to the kids, make sure they're all right, while I watched over you. Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know. So what? You're my babysitter? Something like that? Jetzt habe ich sogar einen Babysitter. Und das in der Apokalypse. Wer hätte das gedacht? So, yeah, this is where I apologize for almost shooting you. Wird auch mal Zeit. Emphasis on almost. I was just worried. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Happens more often than I like to admit. Da hat sie allerdings recht, auf uns wird immer geschossen. If it makes you feel any better, I'm not a great. Ja, das habe ich auch gemerkt. Gott sei Dank. That patch of dirt, his mom's buried there. A year or so back, she just. She was sick. Not in the head. Something with her heart. Ja, es ist. Ist natürlich für jedermann hier schwer. Man verliert geliebte Menschen. Never understood that. We were safe here. You can't give in. You have to keep going, no matter what. Sam said the same thing to her mom, just a few days before. When she did it, I never seen Sam so angry. If it wasn't for Sam. Ich würde mich trotzdem fragen, was passiert ist, wenn wir am Anfang abgedrückt hätten. Das wäre ein Ding gewesen. Überlegt mal, selbst erschossen. Okay.
Oh, sie kommt wieder zu sich. Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Michonne, we have to help him. You're too weak. Pull me up. Just stay down, Sam. I need to help him. Go back to sleep, Sam. But... You need rest. Sam. Oh Mann, 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 Mann. Hier geht's ja rund. I know John can make a strong first impression, but he's what's keeping this entire family from being buried out there. You gotta fight like hell for what you care about, right? Something that makes all this shit worth it. Yeah, fight until the day you die. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht, ey. Crazy to stay here, John. This woman Norma will... There's no decision to be made on this. I need a word with you. In private. Ui. Jetzt gibt's Ärger. Bin ich gespannt. Weil ich ja generell immer für alles schuld bin. Und überall immer sehr willkommen bin, kann es ja nur ein sehr schönes Gespräch werden. Immerhin, beim letzten Gespräch habe ich gefesselt an einem Stuhl gesessen, also ist die Lage schon deutlich besser wie beim letzten Mal, hoffentlich. Jetzt müssen wir auch noch im Regen reden. Wahnsinn. Anstatt dass wir einfach in ein anderes Zimmer gehen, jetzt werde ich noch nass. Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Do you have children? A son? A daughter? I do. Two girls. Oh, ich glaube, ich werde echt krank. Das ist Wahnsinn. Das ist schlecht. Ja, seine arme Frau. Sowas holt einen natürlich mit. Snowed the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She passed in her sleep. We buried her so the boys wouldn't have to see her like that. The snow, it covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. I'm really sorry for your loss. Thank you. I've tried to focus on our kids. But the past, it always seems to find you. Ja, das ist bei uns auch so. Ob er wohl auch so Halluzinationen hat. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's... I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma. About what happened. If she finds us... We wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. Sam said you could help me. If you do that, I'll give you guys a hand. Anything. Whatever you need. What? Children shouldn't have to see this. Greg never turned into one of these things, did he? Or those... Whatever they are. He's at peace now. Thank God. Das war nicht das, was ich gesagt bzw. gedrückt habe. Aber okay. I'm sorry. I'm trying to keep it together.
But what if you just found out your daughters were dead? Oh man. You were miles away, safe and sound. How would you feel? Your kids need you to stay strong. You're right. I'm all they have. Alter. Nicht euer Ernst. Das gibt's nicht. Alter. Warum? Warum passiert mir immer sowas? Das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh je, heute ist aber mein Hals nicht mehr so der beste. Was muss ich denn machen? Weg. Take the one near the garden. Ganz unauffällig natürlich durch den Vorgarten. Fällt keinem auf. Scheiße. Natürlich. Dem stecht man das Ding durch den Bauch, der lebt noch wie einwandfrei. Alter, wie krank. Alter. Das war schlecht. So, jetzt kriegt er mal ordentlich auf die Fresse. Vielen Dank für nichts, du Arschloch. Alter, jetzt bricht er noch ihm die Nase. Und jetzt krieg ich sie auf die Fresse. Hast du schon mal davon gehört, dass man keine Frau schlägt? Aber einstecken kann er, das muss man sagen. Alter Verwalter. Und noch einmal, Batsch. Hinfort mit dir, Drecksack. Batsch. Alter, wie ätzend. Alter, wie ätzend. You all right? Not dead yet. Alter Verwalter, ekelhaft. Das hier hat wohl nicht so gut geklappt. Was soll ich denn machen? Hoch und rüber. Hallo. Hoch. Rüber. Nix. Ah, okay. Oh Mann, jetzt ist ihr Vater tot. Ich bring überall nur Unheil hin, egal wo ich hingehe. Das gibt's nicht. Asking the questions here. Say now, won't this be fun?
That's up to you. How'd you find the house? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front gate. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Randall? Randall, are you getting this? You, wanna get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Yeah! Randall! Tell her my hands are vice stuff. And I've swallowed a pint of blood. That's exactly what she wants to hear. You heard her. Randall needs to check in. You know, this feels mighty familiar. Except you're there. And I'm here. So, Miss Shone, what do you want me to say to her? On account of me hoping to avoid more broken fingers, your wish is my command. Like she said, check in. Let her know you're fine. Yeah, yeah, I got it. Macht er eh nicht. Es klappt eh nicht. Ich weiß es, aber wenn wir uns nicht melden, dann... Randall, are you alright? Yeah, yeah, everything's fine. I thought something had happened. Where the hell have you been? With Michonne. She's not the best host, if you can believe that. Killed two of our own. Got me hostage in a house. Southwest of the tower. Little slow, Michonne. Little slow. Can't believe you let me keep talking. Almost got my whole life story out. Ich hätte viel früher unterbrechen sollen. Jetzt haben wir nur noch mal Ärger und wahrscheinlich wieder alle in Gefahr. Scheiße. Ich hab echt nicht aufgepasst. Storming now. Go on. Throw some words at her. I'm just gonna sit back and this. I'm not fucking around here, kid. Pick up the goddamn radio. Hello, Norma. Michonne, I only want to know one thing. Did you hurt him? Selbstverständlich. Randall shot an innocent man in the head. Anything I did to him, he deserved. What Randall did, that was a mistake. And I'll make sure he knows it. But I'll punish him, not you. This little game you're playing, I don't fucking like it. We'll be there soon. Das ist schlecht. This alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. And last but not least, those kitties too. Alter, dieses Dreckschwein. Kids, you know, their skulls don't break so much as kind of melt. Ah. Ekelhaft. Guess I hit a button. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. Der ist so ein verrücktes Arschloch, der Kerl, das ist Wahnsinn. Yeah. Got a big hole there now. Michonne, is that true?
tell me he's fucking with us. Sam, I'm sorry. No, no. Alter, warum passiert nur immer uns sowas? Das gibt's doch nicht. Es wird hier wieder alles vor die Hunde gehen und nur... Randall has more value if he's alive. Gives us something to bargain with when Norma gets here. Listen to me. That won't work. They only bargain with bullets. All she wants is her brother back. That's it. We're out of the equation. You need to kill him, or I will. Oh, Mann, Mann, Mann. Sam, wait! Ich hab Bock echt mit allen. Just gonna do whatever you want anyway. I know you've already made up your mind. Nein, ich glaube, ich behalte ihn echt als Druckmittel. I ain't had the bell of the bar. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live, and I do even worse. Fucked. But we both know how this is gonna end, Michonne. You like killing. And you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Randall the truth. I got thick skin. You won't hurt my feelings. You're wrong, Randall. Am I? Well, maybe. Maybe you think you can rise above all that. Ich würde ihn echt gerne töten, ne? Aber eigentlich bin ich nicht so der Typ. Oder eigentlich wäre es schon, aber ich versuche es in dem Spiel eigentlich nicht so zu machen. Ich glaube, ich hätte ihn direkt umgebracht. Ich glaube schon. Oh, immer diese Sachen. If you got a point, get to it already. On my way, darling. This is the world your kids are dying in, Michonne. Alter, ich geb immer verrückter. Or died in, or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. Either way, they're suffering. And mommy isn't there. Alter. We all have our demons, honey. Some. Diesmal nicht, mein Freund. Ein anderes Mal. Diesmal nicht. Yes, that means the dance is over. Oh well, Norma will be here soon. Your funeral. Ein anderes Mal dann. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt sehen wir noch, was in der nächsten Folge passieren wird. Dann haben wir es heute auch schon geschafft. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Warum ist jetzt auf Englisch Untertitel? Ah. Heute haben wir auf jeden Fall mal eine ziemlich lange Folge gemacht. Aber das Gute ist, es ist gerade zu Ende. Und dann können wir direkt mit dem nächsten anfangen. Schauen wir uns jetzt noch die Entscheidungen an. Wie haben wir entschieden? Hast du Pete bei dir behalten oder ihm alleine losziehen lassen? Ja, da haben wir doch eine sehr eindeutige Entscheidung.
Bist du ans Telefon gegangen oder in Schritten im Flur gefolgt? Da ging es doch auch der Mehrheit nach. So hast du Paige erzählt, dass du fast Selbstmord begangen hast. Da sind wir doch noch ein wenig gegen den Strom geschwommen. Wie hast du auf den Funkruf von Norma reagiert? Ließen Randall mit dir sprechen? Ha. Also ich glaube, egal wie das ausgegangen wäre, auch mit der Zeit, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Ja, und das andere ist auch so 50-50. Naja, okay. Dann schauen wir, bei der nächsten Episode geht es dann, bei der nächsten Folge geht es dann mit Episode 3 weiter. Ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass ihr auch wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao.